Willkommen Leute zu einer weiteren Episode Minecraft gestrandet, zusammen mit der Gamerin Sarah. Hallo. Dem fallenbauenden Herrn Blaze. Hallo. Und dem diebstählerischen Fischkorb. Was? Moment. Da war jetzt was falsch. Irgendwas? Nee, finde ich ja auch total lustig, diesen Running Gag. Nur, dass du es mittlerweile wahrgemacht hast, ne? Bitte? Ach, du mit deinen komischen Diamanten. Was können wir dafür, wenn du abklauen bist? So. Ich habe hier mal ein bisschen Weizen geholt für Sandwiches. Was ist los? Warum lachen wir? Nur so. Ich glaube, Dalu, sein Kumpel, hasst mich schon richtig. Was hast du gemacht? Ich laufe dauernd an ihm vorbei und verklopp ihn. Schon seit Tagen. Arsch! Du Arsch! Er schaut schon so bösartig. Er schaut. Ja. Okay. Gut, wir bauen weiter an dem komischen, an den komischen Gleisweg. Wie nennt man das denn? Brückenkonstruktions... Bahnstrecke. Sehr gut. Okay, ich baue mal hier dieses Ding ab. Nicht, dass sie denken, dass es hier lang muss. Beziehungsweise, die bauen ja immer noch an dem Bahnhofsgebäude. Wir bauen ja die Strecke erstmal aus. Wir haben noch gar kein zweites Bahnhofsgebäude gebaut. Ja, aber die haben auch noch keine Strecke gebaut. Ja, das ist richtig. Aber wir hauen halt Klötze aneinander und die sind richtig kreativ. Aber hey, alles gut. Wo muss ich hin? Da lang. Da, Lukas, hallöchen. Erstmal wieder die Natur schöner machen. Warum lachen wir denn? Oh, wir sind schon... Ach krass, ihr seid ja so fleißig. Und trotzdem habt ihr jetzt hier Steine hingebaut, wo keine hingehören. Aber das ist nicht so schlimm. Wo seid ihr denn? So. Nichts kann man ihm recht machen. Ja, alles ist an sich. Klauen und beschweren. Das Einzige, wir bauen halt außen hier immer so Treppchen hin, aber das ist total in Ordnung. Was? An die vierte Seite oder wie? Ja, genau. Also außen immer bauen wir Treppchen von unten dagegen, dass es geiler aussieht. Monorail. Wie macht man solche Zäune? 6 übereinander, also 3 über 3 Steine. Dann brauche ich ja nur eine Zweierreihe machen. Richtig! Wisch! Und dann bauen wir hier sowas. Oh. So, dann könnte man hier, könnte man da, könnte man so, könnte man hier vielleicht. Wollt ihr in dem Tunnel dann auch den Zaun weitermachen? Nee, würde ich nicht machen. Nee. Okay. Also, das ist jetzt so meine Meinung. Also, hier wäre jetzt der Dreckblock, ne? Der kann halt nicht mittig sein. Nee, geht ja nicht. Muss ja an einem vorbeigehen. Fischi? Ja? Stimmt das jetzt so mit dem Zaun außen oder wie? Oder? Ja, der Zaun ist richtig. Aber? Und jetzt kannst du ja mal gucken, wie ich das meine, wenn ich hier, warte mal, die hier quasi weg. Achso, und da dann eine Treppe hin. Und dann von unten die Treppe ran, so. Ah, okay. Haben wir noch mal eine Wuchiwara-Frage? Haben wir nicht, ne? Stell uns eine. Würdest du lieber Erdnussbutter vom Boden aufschlecken oder für 30 Sekunden mit einem Tiger in deinen Käfig? Also von welchem das Ding Boden? Von, keine Ahnung, so einem ekligen Straßenboden. Straße, draußen, ja? Ja. Und wie sind die Voraussetzungen bei dem Tiger? Ist der eigentlich zahm oder, ich meine, oder weißt du das ja nicht? Oder? Ja, es ist ja klar, dass man die Erdnussbutter nimmt, aber es kann ja immer sein bei den Raubkatzen, dass du trotzdem. Wollte ich gerade sagen, ich habe eine ganz tragische Geschichte, die ich an dieser Stelle erzählen kann. Eine Kollegin von mir sollte. Das heißt, ich darf gleich keine Witze machen. Nee, das ist richtig. Scheiße. Eine Kollegin von mir sollte in Afrika fürs ARD oder so irgendeine Liebesschnulze drehen und dann haben die Proben gemacht mit einem Panther, der 7 Jahre lang, also der war halt 7 Jahre alt, zahm war und der ist ihr dann an den Hals gesprungen und zack war sie tot geblieben. Und du kannst es halt nie wissen. Eben, es kann immer sein. Ja. Und deswegen sofort, ich würde den Shit vom Boden auflecken. Oh, okay. Also seit dieser Geschichte, die ich da erleben musste. Müssen so wir da eigentlich irgendwo runter, so irgendwann mal? Wo runter? Ja, wir müssen runter. Mit der Strecke, gut, ab stimmt. Wann? Stimmt, du hast recht, das sollten wir auch noch mit einberechnen. Ich würde in den Käfig. Wir müssen, Blaze, ich glaube, mit dem Berg runter, würde ich vorschlagen. Also wird alles abreißen, ne? Ja, das letzte Stück. Weil ich weiß nicht, irgendwo müssen, also es gibt ja so einen gewissen Punkt, ab dem muss man nach unten gehen, sonst kommt man da gar nicht mehr hin.
Und ich glaube, der ist hier auf jeden Fall überschritten. Ach, warum? Steil bergab. Ja, ja. Senkrecht. Ja, senkrecht. Das ist dir so richtig aber die Haare muss ja auch nach hinten weht. In die andere Richtung fahren können. Hast du noch eine Frage, Fischkopf? Warte. Dado, du hast nicht mal geantwortet. Ja, natürlich die Erdnussbutter, denn wie heißt es so schön, ne? Was lernt man von Siegfried und Roy? Ja, genau. Dass man genau. sich nicht mit den Weißen anlegen soll. Mit den Weißen? Klar. Das verstehe ich noch nicht mal. Oh, oh Gott. Was machst du da, Blaze? Nächste Frage, Fischkopf. Ja. Andere Frage. Ja. Jetzt bezogen auf Minecraft. Wir brauchen ja zwischendurch mal so 2-3 Blöcke gerade, um für den Rückweg hier diese Schwung. Beschleunigungsdinger einzubauen, ne? Alle 5. Ah. Oh, oder Monster alle 3? Oh. Alle 3 können wir auch machen. Ja, dann machen wir alle 3. Also 3-mal Treppe. Schwung. Wie was? Wir brauchen noch die gerade für die goldenen Schienen. Ja, aber das ist doch egal. Die kannst du doch überall reintun, oder kannst was? Kannst du ja auch auf schräge stellen? Klar. Ja, aber das sieht irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ja Schwachsinn. So eine Schräge einfach nach unten, weiß nicht. Hä? Moment mal, ich glaube, ich verstehe das Problem nicht. Man kann diese Beschleunigungsdinger auch schräg stellen, das ist kein Problem. Ja. Aber hier einfach so eine Treppe nach unten zu machen, ich weiß nicht, ne? Ja, aber wie willst du es denn sonst machen? Immer mal wieder gerade. Ja. Ach so, aber warum denn? Sieht besser aus. Also ich finde, das andere sieht besser aus. Kann man sich natürlich drüber streiten, aber... Bei mir egal. Dann hast du so ein komisches Zickzack. Würde ja niemals jemand machen. Die Treppen kannst du hier nicht hinsetzen. Da kannst du nämlich keine Schiene mehr draufsetzen. Stimmt. Also ja, auf stimmt. Die kannst du keine Schiene mehr setzen. Okay, ja, du hast recht. Also wir können auch hier schräg nach unten gehen. Mir ist das egal. Also so hätte ich jetzt gedacht. Ich will mich natürlich doch nirgendwo aufdrängen, ne? Aber ich, also... Sprich ich zu mir. Ich finde so ein Zickzack sieht komisch. Also das ist so mein Ästhetik. Ja, es soll schon ein Stück sein, weil sonst hast du immer dieses, wenn du hochfährst. Ja, dieses genau, stimmt. Okay, hier habe ich schon mal. Okay, Moment. So was? Was denn hier? Okay. Boah, das ist sehr, sehr anstrengend mit den scheiß Treppen. Ich hätte mir einen anderen Job aussuchen müssen bei dem Ding hier. Oh, fuck. Okay, wo ist hier der Notausgang? Da. Oh, jetzt habe ich keine Erde mehr. Doch, noch ein bisschen. Oh, irgendwo klopft ein Zombie an der Tür. Der Dreck muss weg. Ich guck mal, wie weit wir dann hin müssen. Dann machen wir den Weg da frei für dich, Blaze. Arthur, brauchst du noch Erde? Nee. Okay. Danke. So, okay. Fischi, du hast jetzt bestimmt noch eine Frage für uns. Warte mal. Ich muss mal nachgucken. Warum denkt ihr euch nicht einfach welche aus? Ich bin zu schlecht dafür. Das muss ja auch ein Vergleich sein. War jetzt auch nicht gut. Du hast immer was zu meckern. Das ist nicht mein Job. Dann wunderst du dich, dass ich dein Zeug klau. Andere Frage. Oder? Wollen wir hier zumindest eine Gerade mit reinbauen? Weil sonst muss ich echt tief runtergraben. Ja, irgendwann muss es ja gerade werden. Wieso runterbauen? Weil wir jetzt durch den Berg müssten, wieder durch den Hügel zumindest. Ja dann, also das würde ich jetzt vermeiden. Warte mal, ich komm mal kurz. Und mal sehen, was ihr meint. Ach so, ja, nee, ich würde mit dem Berg bauen, das ist schon richtig so. Also wäre auch wieder. Ja, deshalb habe ich jetzt die Gerade reingemacht, genau. Weil dann können wir nämlich hier direkt. Yes, yes, wunderbar. Überlege gerade, ich glaube, da brauchen wir auch keine Stufen mehr an den Rändern, sondern können da einfach Steine auch hinbauen. Und darauf direkt die Zäune, ist doch geil. Ich gehe zurück. Wir warten. Ja, ich guck, ihr könnt ja so lange. Wir fällen gerade den Baum. Und da kannst du nicht reden. Ja, worauf war ich denn? Ich Fischkopf muss reden. Was? Warum muss ich reden? Frage ich suche gerade eine Frage raus. Frage. Die sind eigentlich manchmal echt total langweilig. Oder solche Fragen, wo man direkt antworten kann.
Ja, genau wie bei der Geburtstags- und Weihnachtsfrage, ne? Würdet ihr lieber die Emotionen der anderen Menschen um euch herum kontrollieren können oder das Wetter? Emotionen. Echt? Also ja, sofort, ohne nachzudenken? Ja. Wetter. Ich glaube, weil wenn Freunde von dir traurig sind oder so. Ja, dann änderst du nur die Emotionen, aber ja, nicht, die müssen ja schon damit umgehen. Dann sehen sie glücklich aus, sind aber trotzdem nicht glücklich, ist doch Schwachsinn. Doch, ja. Natürlich, das ist ja dann ihre Emotion, dass sie glücklich sind. Also ich würde das Wetter ändern, allein damit kannst du schon wieder helfen und auch damit wirst du reich mit den Emotionen. Oh Gott, du bist so klein. Da haben wir wieder die Geldgeschichte. Ja, ich aber, also ich würde aber auch Wetter nehmen. Ich würde sagen, was, ihr habt Probleme mit dem Regen, kein Problem. Ich könnte ihn wegmachen. Warum angeln die nach mir? Ah, die wollen dich angeln, Sana. Neu anmachen. Angeln für Anfänger. Angeln nach jemandem. Also auch die ist sehr einfach. Eine Sache macht dich reich, die andere nicht. Nächste. Oh Mann, ey. Hey! Mann. Also ich würde das mit Emotionen auch nicht machen, weil dann verfälschst du ja Sachen. Ja, sieh mal, aber über Umwege macht das eine ja auch das andere. Wenn das Wetter ändern dich reich ja, macht, kannst du mit Geld auch bei anderen Leuten die Emotionen ändern. Oh Gott. Ich könnte also beides tun. Das ist so geil. Du bist so traurig. Geil. Guck mal hier, du 100-Euro-Schein. Bist du traurig? Oh mein Gott. Immer noch traurig, kein Problem. Was? Dein Vater ist gestorben. Hier hast du 50 Euro. Das kommt nicht gut. Hier hast 50 Tacken, kauf dir was zum Naschen. Ja, so ungefähr ist es doch. Oh Mann. Okay. Blaze hat nicht geantwortet. Oh. Das Wetter, weil dann würde ich mir wirklich den Winter wegmachen. Ich auch. Voll. Und nie wieder Regen. Ein ganzes Jahr lang baden gehen. Ah! Oh! Das war knapp. Ich würde nur da Regen machen, wo die Bauern es halt brauchen und dann wird's sonst wird's nie mehr irgendwo regnen. Ja, und nur in der Nacht. Ja, damit wir alle austrocknen. Nur in der Nacht so. Regen. Du nimmst dein Wasser über Regen auf, ja? Du gehst immer raus. Oh, es regnet, denkst regnet! Du also wirklich, Regenwasser wird für gar nichts genutzt? Nein, das meine ich ja. Bei Bauern, ich meine, ich könnte jetzt natürlich überlegen, wo denn noch es genutzt wird. Da würde ich vielleicht ein bisschen mal regnen lassen, aber da, wo ich bin, Alter. Vor allem, wenn ich draußen mal arbeiten muss, ich finde das Schlimmste, wenn man arbeiten muss und dann draußen ist. Guck mal, und wie wichtig du für den Krieg wärst, wenn du Wetter in dein Gelohal. Wie wärst du mit kein Dein erster Gedanke ist bei dir immer Geld oder Krieg. Jeder wird mich auf seiner Seite haben wollen. Geld, Krieg oder Liebe, das sind die wichtigsten Themen, die es gibt. Von Liebe redet er nicht mehr, redet nur von Krieg. Ja, doch, wenn deine Freundin sagt, hey, wir könnten ja heute rausgehen, zack, regnet es. Das tut mir aber leid. Hey, aber wenn es jetzt hier regnet, kann ich doch ein bisschen zocken, oder? Ja. Das tut mir jetzt aber leid. Oh Mann. Ich wäre so gern mit dir rausgegangen. Oh, jetzt wird noch schlimmer. Hagel, Blitzschlag. Das wird sich nicht mehr ändern heute. Ich mach mit. So, okay. Ja, ist voll spannend hier mit den Treppen und alles, finde ich auch. Aber wir haben echt gut was geschafft. Die Strecke sieht man auf jeden Fall schon. Das ist geil, wenn man zu viel arbeitet. Zu viel? Zu viel. Zu viel? Hey du, arbeiten wir zu viel, ja? Müssen wir denn arbeiten? Was ist aus meinem Schloss passiert? Es wurde bestohlen. Was ist mit meinem Schloss gemacht worden? Angezündet. Was ist los? Es ändert die Farbe. Warum ist es so hell? Hä? Hast du irgendwie Pilze gegessen? Das ist wegen der fetten Beleuchtung. Vom Weitem sieht es aus, als wenn es aus Sand gebaut war. Das wäre so geil, wenn das einer gemacht hätte. Das komplette Schloss oh ja, abgerissen und aus Sand hochgezogen. Es sieht vom Weitem so aus, oder? Stimmt, ja. Ich dachte jetzt, nein, das hat doch nicht einer aus Sand gebaut. Dalo, was immer du nimmst, gib mir was ab. Obwohl, nee, jetzt stehen alle vorne auf dem Namen. Welches Texture Pack hast du, Dalo? SPHAX. Stimmt doch überhaupt nicht. Packs. Okay. Packs. Packs. Okay, ach shit, ich bin doch nicht annähernd. Oh Mann, ey. Oh Gott. Okay, warte. Hier ist. Okay. Weiß jemand eigentlich, warum da hinten die Fackeln an so eine Säule drangebracht wurden? Wo denn? Da hinten. Ich hab hintergeschaut. So, ich guck jetzt nochmal in meine Dia-Kiste und schau, ob jemand die Sachen zurückgelegt hat.
Ach verdammt, jetzt habe ich keine Treppen. Nee, natürlich du bist nicht. So paranoid. Was heißt denn paranoid? Du das hast ist ja weg. Es selbst genommen. Das ist Schwachsinn. Ah, glaube ich leider nicht. Wir haben wieder vergessen mit deinem Alzheimer. Chudo hat es auch selber genommen und Downy auch. Alle haben ihre Sachen selbst genutzt und keiner hat was davon. Warum macht ihr es nicht einfach so? Ach, die haben es auch verloren. Der To-Do wird eine Diaspitzhacke, eine verzauberte geklaut. Wer hat jetzt wieder den Kack und stattdessen liegt da eine unverzauberte drin. Oh Mann. Sarah, was ist das? Was ist dein Problem? Ich habe gerade extra was abgebaut und der nächste Depp baut es wieder hin. Dankeschön. Heißt er, dass du falsch hingebaut hast? Das ist wahrscheinlich die Schlussfolgerung daraus. Oh, schon wieder. Ich glaube, ich gehe gleich in mein Haus. Nichts kann man richtig machen hier. Nick am Haar, der Arme. Guck mal, jetzt hast du ihn gedisst und jetzt ist er traurig. Jetzt schmollen. Dalu, kannst du kurz deine Emotionen irgendwie wieder auf. Nee, das kann ich ja nicht ändern. Ich kann das Wetter ändern. Dalu, darf ich deine stille Treppe benutzen? Meine stille Treppe? Ja. Oder hast du vielleicht eine Wuthöhle oder sowas? Das ist mein Lagerraum. Da wird viel Wut verbreitet, wenn nichts mehr drin ist. Oh Mann, tragische Sachen, die hier passieren. Echt, ja, jeder disst mich. Dich? Oh, what the fuck? Du bist doch die Königin des Diss. Das habe ich jetzt nicht gehört. Die und des Tötens. Wie oft die mich schon getötet hat, ey. Unter unserem alten Haus ist eine riesige Höhle. Wow, das ist ja jetzt überraschend. War das nicht das Erste, was wir in der ersten Folge rausgefunden haben? Ja, deine Aussage kann man ja nichts glauben. Es war gar nicht ich, der das gesagt hat. Wer denn sonst? Das war's doch sogar du. Nein, ich hatte den Bug noch nicht gehabt. Hat einer Fackeln? Ich hab ein paar. Nee, ich hab gar keine mehr. Doch, so, das mal angucken. Nachdem du ja da... Okay, ich sehe schon. Was ist denn? Hier kommen aber noch Blöcke hin. An die Stufen, ne? Also hier quasi. Ja. Genau. Nicht, dass ich hier wieder zusammengeschissen werde. Mein Gott, so meinte ich das doch nicht. Ja, ich kann das schon verstehen, Blaze. Ich kann das schon verstehen. Immer wird man angeschrien von Sarah. Das stimmt doch überhaupt nicht. Nichts, war mal richtig. Haben wir noch was? Das ist doch einfach richtig, dann ist das Problem gelöst. So, tut mir leid, die Aussage musste jetzt sein. Blaze, fällt dir was ein? Was denn? Wie? Entweder oder? Oh, nö. Ich finde das selbst rausfinden total. Also finde ich viel zu schwierig. Das könnte ich gar nicht. Also hat keiner Fackeln, dann hole ich eben welche. Verstehe gar nicht, wo die hin sind. Hier ist eine geile Frage. Würdet ihr lieber eure Hände und Füße aufessen oder euren Vater? Was ist denn das für eine Frage? Oh Gott. Mein Vater. Ja, weil ich brauche meine Hände und Füße noch. Ja, ich wollte gerade sagen, also... Wo sind meine Fackeln? Alle 2 Meter an der Wand. Fischi hat sie. Ich habe ganz viele in die Kiste reingetan. Jetzt sind nur noch 4 in da. In die Kisten kannst du nichts reinpacken auf dem Server. Asozial hier. Wenn Dalu was verliert, hat er es genommen. Wenn Sarah was verliert, sind das die Asozialen. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. So, hier ist noch ein... Hier kann man nichts wegtun. Wahrscheinlich war es auch noch einer von euch. Und jetzt das hier würde ich gerne freilassen. Hier. Aua, warum haust du mich? So, nur zur Info. Das waren meine letzten Fackeln. Hör auf, mich zu schlagen! Ihr seid alle so behindert. Du hast mich doch geschlagen. Jetzt hör auf damit. Was habe ich jetzt damit zu tun? Lass es, ey! Hör jetzt auf! Ich hab ein. Ist nicht dein Ernst. Oh, die Alte ist so skrupellos, die denkt auch nicht darüber nach. Der hat seine kompletten Levels jetzt verloren. Du bist echt. Wenn er mir entgegenkommt und mir ins Gesicht. Da laufe ich auch nicht hin, da liegen ja seine ganzen Erfahrungspunkte. Deine und Levels liegen da noch. Nicht alle wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich die meisten verloren. Aber ein paar werden noch da sein. Oh Mann, Sarah, ey. Was rennt er mir auch entgegen und schlägt mir ins Gesicht? Krieg, das bedeutet Krieg. So, hier lasse ich den Stein. Und dann wunderst du dich. Hier haben wir es auch schon fertig. Sehr gut. Da, du bist Mucksch. Das ist ein Geschnapp. Kann ich verstehen. Lalalala. Und das pünktlich zum Ende der Folge. Okay, Leute, also wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wa? Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.